Theoretisch sollte das genauso funktionieren. Genauso. Ja. Jetzt nur noch. So. Und jetzt. Hier kommt schon. Ja, kommt schon. Nein, kommt schon. Muss straffer. Das muss alles ein bisschen straffer. Ja, das war dumm. Jetzt habe ich hier einen kleinen Knoten in etwa. Ja, egal, das passt schon. Die sehen da ein bisschen beeindruckend aus. Meine Person ist so ein bisschen das Drache. Ja, naja. Das ist der Nachteil, wenn du schon lange keine Perlentiere der Gedöns mehr gemacht hast. Dann wird das echt hässlich. Aber gut. Denn mal ist mal im Jahr. Ole, ole. Aber scheiß drauf. Denn mal ist mal. Aber scheiß drauf. Mal ist mal im Jahr. Oh lol. Oh lol, 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 lol. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's wieder sehr lustig. Ha. Ich lache schon. Uff. Ich glaube, es hat geklappt. Ich hoffe, es hat geklappt. Und jetzt müsste ich nur noch durch diese drei Perlen da durch. Vier Rotsteine, eine Perle der Natur. Ja, lol. Oh nein! Oder weiter? Lol, hä? Yo, really, what have I done? Fuck you. Du dreckige Scheiße. Alter! Fokus? Fokus? Alter. Fokus. Fokus on your ta. Ah, kann man's erkennen? Das sieht doch schon mal. Ich glaube, von hier unten ist sogar besser. Na, so.
Das sieht doch schon mal nach was aus. Ha! Das sieht doch schon mal nach was aus. Sehr schön. Oh, der wird schön. Da wird ein schöner Dragon. So. Jetzt. Aha, okay. So, die 19. Reihe ist eine eingeschlossene Reihe. Muss ich dann hab halt ernsthaft jetzt schon so einen Nullbock. Warte mal. Hey John, du bist da. Hi. Ja, ich merke gerade, was ich mir für eine Scheißfigur zum Einsteigen wieder ausgesucht habe. Das Ding ist, ich habe gedacht, ich nehme eine leichte zum Einstieg. Mit nur 2 von 3 Händen Schwierigkeit. Aber ich bin zum Schluss gekommen. Ich glaube, ich hätte mit einem Hände Schwierigkeit jetzt gerade erstmal anfangen sollen. Aber schön, dass du da bist. Ja, Oh ja, lol. Übrigens, warte mal ganz kurz. Schreib noch mal was in den Chat, bitte. Ja, schreib noch mal bitte was in den Chat. Irgendwie keine Ahnung. Hallo, ich bin John Maffrey und ich mag Züge. Oder hallo, ich bin Mr. Locomo und ich mag Züge. Weil Lokführer. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mein Hirn ist auch Matsch schon wieder. So, das ist eine eingeschlossene Scheißreihe. Eine abgeschlossene Reihe. Aber kann ich dann damit, wenn ich einfach. Ah, hey ho. Oh, okay, lol. Haha, okay. Ha. Aha. Schreib bitte nochmal was. So, jetzt brauche ich das hier. Zack. Das hier. Ja, okay, so ist gut. Ja, ich, die Chat, der Chat war ein bisschen, ne? Aber jetzt haben wir wieder den Fishy Boy da am Start. Ja, sehr schön. Ja, du siehst, das hier ist sehr viel Fingerarbeit. Sehr viel Geduld und sehr viele Nerven kosten, weil du zum Beispiel sowas machen musst wie diese Hörner hier. Ich weiß nicht, kann man das sehr erkennen? Für so Sachen wie diese Hörner, da muss man machen und das ist ein Scheiß. Machen wir uns nichts vor, es ist ein Scheiß, ja. Aber hey. Zack, so. Das Ding ist, ich habe früher für jemanden aus meiner Klasse, mit dem ich sehr gut befreundet war, das war noch in der Grundschule, den hatte ich damals Perlenfigur gemacht, weil ich einmal einen mit in die Schule gebracht hatte und der fand die voll schön. Und irgendwie seit der 5. habe ich das Zeug nie wieder angefasst und ja, keine Ahnung. Jetzt, oh Gott, zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6,
6, 7, 8. Sehr schön. Einfach idealo.de. Aber erzähl mal, Johann. Wie geht's, wie steht's? Was hast du heute so getrieben? Wie war Fahrschule? Was hast du heute zum Mittag gegessen? Was hast du heute gefrühstückt? Was wirst du morgen essen? Ach ja. So. Es ist auch super weird. Wieso 4, dann 8, dann wird das voll komisch. Warte mal, dann. Ja, ich blick das gerade noch nicht. Wenn ich das abschließe, dann. Weil jetzt wird, dass ich dann da. Lol. Ich schreibe gleich alles Wade. Ja, Mann, ich Wade. Ich Wade. Ich hab Zeit. Ich hab heute nichts mehr vor. Warte mal, hä? Aber, hä? Wenn ich jetzt den Kopf fertig hab, dann. Hä? Was wollt ihr von mir? Was ist das hier, ey? What the fuck? Da muss ich nochmal nachlesen, wie eine abgeschlossene Reihe funktioniert, weil das echt lange her ist. Also wirklich lange. Keine Ahnung, wie der Scheiß funktioniert. Pressum. Wo kommt denn der Scheiß? Wer hat denn das gemacht? Frechverlag GmbH. Stuttgart, lol. Von Thorst Becker, geboren 1986 in Hessen. Diplomatischer Ingenieur der Elektrotechnik. Zu einem Hobby, dem Fädeln und Entwerfen von Perlentieren, kam er als 10-Jähriger über Ferienspiele. Hey, lol, Alter, uns verbindet was. Hessen. Damals 10-Jähriger. Nach zahlreichen eigenen Entwürfen kam der Kontakt mit dem Verlag zustande, woraufhin sein erstes Buch Perlentiere natürlich schön auf dem Markt erschien. Für weitere Anregungen und Wünsche besuchen Sie die Internetseite des Autors www.beadetart.de oder senden Sie eine E-Mail an faszinierendeperlentiere@beadetart.de. Danke, vielen Dank an Pracht Creative Hobby GmbH für die freundliche Bereitstellung von Perlen. Oder der Typ ist einfach eine Legende. Der hat übrigens das Haarprinzip in die Perlentiere eingeführt, das finde ich sehr cool. Eingeschobene Reihe. Bei einer eingeschobenen Reihe, Abbildung 1. Handelt es sich um einen Trick, um die seitliche Weblinie etwas verändert weiterlaufen zu lassen, was zum Beispiel beim Dodo die gewünschte Form erzeugt. Das Tier zunächst ganz normal fertigstellen. Die Perlen für die, für die eingeschobene Reihe nur auf ein Drahtende fädeln. Dieses Stück Draht auf der gegenüberliegenden Seite. Aha, ja, okay. Und was ist die Hüfte? Nee. Nee. Nee, es ist einfach eine abgeschlossene Reihe. Ja, aber wenn das eine abgeschlossene Reihe ist. Dann. Willst du doch auch, ja, genau. Dann muss ich. Ja, mein Draht abschneiden. Na klar, den Draht könnte ich dann noch für die Füße verwenden. Aber. Ich meine, gut, ich habe eigentlich noch mehr als genug Draht. Aber ich glaube, ich muss mal die Tage wieder nach Pforzheim fahren und neuen Scheiß für die Perlen kaufen. Ich merke nämlich auch, ich habe überhaupt nicht mehr so viele Farben, wie ich mir erhofft habe. Ich brauche wieder mehr Farben, Alter. Na moin. Ah.
mal, wenn ich Pasta. Warte, ich muss mal kurz was testen. Was testen muss ich, weil sonst habe ich ein Problem. Hast du überhaupt noch ein. Oh Gott, wird das ein Kraftakt später, den Faden noch ein zweites, noch ein drittes Mal durchzufädeln. Oh lol. Ja, schieße, ne? Ja, Wandi, ich weiß, es ist scheiße. Das Ding ist halt. Ich brauche ungefähr. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ah! Lol! Ah ja. Ah ja. Hier Details, flache Körperteile, nee, Augen und Ohren, nee. Arme, Bart, nee. Ja, ich bin mir eigentlich sehr sicher, ich muss das eigentlich abschließen. Also, so wie ich auch denke, aber. Ja, da muss ich den Scheiß zusammendrehen. Ach, Scheiße. Das wollte ich so echt nicht. Ach, das triggert mich jetzt. Und ich muss die Beine, bei den Beinen, hier, muss ich echt aufpassen, dass ich kein Bullshit baue. Also wahrscheinlich werde ich einmal Bullshit bauen und muss den ganzen Scheiß dann abschneiden. Bitte. Aber, naja. Ist ja nicht so, als ob eine Packung mit so ein paar Perlen 3 Euro kostet. Frost. Hey, Frost, hi, was machst du? Hey, Frost, hi, was geht ab? Schön, dass du da bist. Lang ist es her. Irgendwie wirklich lang ist es her. Hi, schön, dass du mal wieder da bist. Ja, ich mache heute mal... ich lasse heute eins meiner alten Hobbys wiederbeleben, was ich Grundschule und 5. 6. Klasse sehr ausführlich gemacht habe, nämlich Perlentiere. Ich bin zum Schluss gekommen, ich habe heute mal wieder Bock drauf und ich bin ziemlich aus der Übung. Irgendwie ziemlich traurig, dass ich nicht mehr mit meinem Fünftklässler ich aufnehmen kann, was mein Skill angeht, aber naja, es geht ja hier nur um Spaß, nicht wahr? Und dass so eine Packung 3 Euro kostet, macht ja, oh lol, macht ja nichts. Mir geht das gut. Es ist schön. Ich habe Pommes zum Mittag gegessen und um 17 Uhr Reis. Eigentlich Gemüse. Eingelegtes Gemüse und ein Häkchenteil. Was? Häkchenteil gegessen? Wahrscheinlich Hähnchenteil. Das macht mehr Sinn. Ein Hähnchenteil gegessen. Was es morgen gibt, KP. Du hast Pforzheim gesagt. Achtung wegen Adresse und so. Fahrschule. Ja, ich sag jetzt schon nicht, dass ich in blablabla. Okay, ich weiß nicht. Ich sag jetzt schon nicht, wo ich wohne. Ich wohne halt in der Nähe von Pforzheim. Das ist jetzt, dadurch kann man mich noch nicht finden. Wenn es morgen. Ja, genau. Fahrschule war okay und ich kann den Antrag für das Amt gleich morgen abgeben. Es war nur okay, weil nur ich was gesagt habe. Das war die längste Nachricht auf Twitch von mir. Ich stelle weitere Fragen und dieses Mal habe ich nicht auf. Die Grammatik und das so geachtet. Ja, ist doch okay. Ich kenne das gar nicht. Du kennst Perlentiere nicht? Bruder! Was los? Perlentiere sind super schön. Da hast du Faden oder Draht oder Nylonfaden oder noch mehr Kupferdraht oder Messingdraht oder was gibt's noch? Synogenfaden. Oder Wolle, die du mit einarbeiten kannst. Oder Pforzheim, richtig. Und das ist ganz cool eigentlich. Was
warte mal, das ist doch, das macht doch keinen Sinn. Ich muss dann, nein, ich mach das falsch. Jetzt weiß ich, wie das, ich muss da nichts abschneiden. Ich bin einfach lost, bin ich mal wieder. Wenn du eine Weile wieder Perlen machst, fällt dir wieder dein ganzer Scheiß ein, langsam, Stück für Stück. Ich muss einfach nochmal zurückfädeln dann. Bruder, was ist denn los mit mir? Auf jeden Fall, ja, Perlentiere, das ist, du machst aus Perlen und Faden, beziehungsweise Draht, Figuren. Es gibt Figuren, die kannst du natürlich nur aus Nylonfaden machen. Das ist echte deutsche Handarbeit und Wertigkeit. Ja, genau. Und echt deutsch. Zertifikat von mir. Und ja, es gibt Figuren, die kannst du nur aus Faden machen. Und dann gibt es Figuren, die noch Flügel haben und sowas. Und einen richtigen Körperbau. So wie der Drache, den ich gerade mache. Das wird ein Drache am Ende. Fun Fact. Und solche Figuren wie den Drachen hier kann man tatsächlich, könnte man theoretisch auch mit Nylonfaden machen, wenn man Nerven aus Stahl hat, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man Draht nehmen. Ja, und diese Perlen und Draht und so Zeug extra für diese Perlen ist schweineteuer. Deswegen, wenn man das machen möchte, ist ein teures Hobby. Ein sehr teures teilweise sogar. Und genau, dann manchmal wirst du noch gescammt und hast hier so Perlen, die super scheiße sind und irgendwie verschmolzen oder sowas. Oder kein Loch haben und ich kann es dann wegwerfen. Cool, ne? Ja, ich weiß. Das ist schön. Oh Mann. Und wenn du ganz viel Pech hast und nämlich zu grob arbeitest, was dir gerade am Anfang noch passieren kann, und mal aus Versehen ein bisschen zu fest spannst, ja, dann zerfliegt dir der ganze Scheiß, reißt auseinander und kannst von vorne anfangen. Ja. Ja, genau. Und ich habe, also, die so Standardperlen kosten 3 Euro eine Dose tatsächlich. Aber dann, die kann ich euch jetzt zeigen, dann gibt es noch so Premium-Perlen. Das sind irgendwie gefühlt 5 Perlen in einer Packung. Und da zahlst du ein bisschen mehr. Ich zeige euch da mal gleich welche. Die sind mein ganzer Stolz, diese Premium-Perlen. Die ein Vermögen kosten. Also wirklich richtig teuer sind. Und zwar nämlich einmal solche Perlen. Ja, die haben auch extra eine eigene Verpackung. Die sind jetzt zum Beispiel so Regenbogen Metallic. Was kann man wahrscheinlich schlecht erkennen. Und da kämen jetzt aber. Ja, die sind halt metallisch. Also richtig Premium-Shit. Da hat die Packung. Müsste noch irgendwo draufstehen. Das sind 15 Gramm für satte 6 Euro. Dann haben wir noch hier sowas. So, oh Gott. So Riesenperlen. Die brauchen wir für manche Figuren halt. Die sind auch ziemlich teuer. Da sind jetzt schon noch 2 drin. Weil, ja, hab ich mal für irgendwas benutzt anscheinend. Unten rechts sieht man einfach den Controller. Ja, ich weiß, der Switch-Controller. So, und dann haben wir hier noch die hier. Das sind, die sind aus Glas tatsächlich. Und die sind auch super ledgy. Die sind so Bernsteinfarben. Die haben auch eine andere Form. Die sind so sechseckig. Nee, so, also, was ist das? Hexagon Prisma, kann man sagen eigentlich. Ja, teure Ware. Und das hier sind meine anderen normalen Perlen. Hört man das? Darf er das? So. Genau. So, jetzt wo war ich? Da war ich stehen geblieben. So, dann. Einmal bitte. Das hier. Ich brauche nochmal 3 graue. Puh, das wird jetzt gleich nervig, den Faden da nochmal durchzukriegen. Sheesh. Oh, sheesh, oh, sheesh, oh, sheesh. Ich weiß nicht, ob der da durchpasst. Ja, fuck man, ne? Schon deine Emojis sind Legende, Alter. Die haben Legende-Status erreicht bei mir. Eindeutig. So, lele. Ich habe früher auch mal für meine Schwester eine Spinne gemacht. Das war, glaube ich, das längst, woran ich jemals gesessen hatte. Das war eine Spinne, die war ungefähr, also der Drache wird ungefähr
glaube 5 cm groß am Ende, wenn er fertig ist. Und die Spinne war halt einfach so. Da habe ich irgendwie, ich glaube, 10.000 Perlen für gebraucht. Also, nur der Körper war so. Da hatte ich ja noch beide. Das war das Größte, was ich jemals gemacht habe. Das war ein Mammutprojekt, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem jetzigen Skill nochmal hinkriegen würde. Ist halt echt lange her schon auch. Cool wäre es zwar, aber ich glaube es tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nicht, dass ich das nochmal hinkriegen würde, so gut wie früher. Es war halt schon echt. War schon echt krass. Ja, und jetzt komme ich hier natürlich. Genau das habe ich gemeint. Jetzt kann ich da. Mann, das ist so eine Scheiße. Jetzt muss ich. Gott. Junge, mach doch kein Auge. Der will da nicht durch. Der will einfach nicht. Er sagt einfach, nö, Mann. Vergiss es. Ich mach das nicht. Aber du musst, Bruder. Wenn du nicht durchgehst, dann habe ich ein richtig fettes Problem. Weil ich muss den anderen auch nochmal durchkriegen. Alter. Ja, moin. Okay, so. Gerade eben habe ich versucht, den Draht so ein bisschen zu biegen. Das hat nicht funktioniert. Dann mal gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I've did it. Alter, der passt. Der geht ja jetzt ja schon nicht mehr durch. Wie soll ich den denn da noch jetzt mal nochmal durchkriegen? Ja, scheiße, du. So, ich ziehe mal noch nicht ganz fest, weil ich nicht weiß, ob ich den anderen durchkriege. Wenn ich den anderen nicht durchkriege, dann muss ich meinen Legendary Geheimtrick anwenden. Namens. Ich lasse es einfach bleiben und mache normal weiter und tu mit dem Draht rumbiegen, bis es hält. Ach du Scheiße. Draht werde gerade. Werde gerade. Wir sind drei Zuschauer, ja lol. Bei so einem Scheiß habe ich drei Zuschauer. Ja, man kennt ihn. Okay, es passt tatsächlich durch, aber Alter. Lol, ja, der ging jetzt sofort durch. Willst du mich verarschen? Naja, gut. So, und das alles nur, weil ich eine Reihe zurückgehen musste. Cool. So. Oh nein. Okay, ja, ist gut, sieht man nicht. Ich habe aus Versehen Knoten reingehauen, aber passt. Sieht man nicht. Hört nicht auf. Sehr schön. So, seht ihr? Der Kopf vom Drache ist fertig. Ja, sehr schön. Jetzt kommt der Körper. Und dann kommen später die Beine und dann kommen die Flügel. Würg, Kotz, Brech. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie gehen denn die Füße da? Wie ging das denn nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt, doch, ich weiß wie. Ich weiß wie, ich weiß natürlich wie. Ich bin ja krass, Mann, ne? Aber das wird. Ich verzweifle hier. Johann, bist du eigentlich noch da? Horst, bist du noch da? Seid ihr noch alle da? Erzählt doch mal ein bisschen was. Ihr seid so still wieder. Ja, okay. Schön. So, John, was sagst du denn dazu, zu dieser Sache hier? Dass ich sowas mache und dass ich sowas früher sehr viel gemacht habe. Hätte man von mir gar nicht erwartet, dass ich sowas mache, gell, John? Hätte man gar nicht erwartet. Du hast ja auch noch andere Hobbys. Was für ein krasser Fact. Ich werde hier noch die ganze Nacht hocken an dem Scheiß. Ich glaube, ich mache das heute auch gar nicht fertig.
glaube, ich mache morgen noch mal weiter im ab morgen Abend. Dann fange ich dann vielleicht auch ein bisschen früher an, wenn ich nicht wieder 10 Stunden auf die Oma aufpassen muss. Kennt ihn. So. Jetzt hat vier von denen da. Putz, Alter, ich bin in letzter Zeit zu so müde irgendwie. Ich weiß nicht. Glaube, das ist die Nebenwirkung von monatelangem Arizona-Konsum. Ist die Nebenwirkung von monatelangem Arizona-Konsum. Ich lass dich mal wieder allein. Ich hab noch Mr. Locomo. Aber cool, dass du da warst. Ich werde hier noch eine Weile hocken, also. Ja. Vielleicht sieht man sich ja später nochmal. Oh mein Gott, Alter. Was ist das? Wird super hässlich irgendwie. Was habe ich denn? Ja, ich habe das einfach lange nicht mehr gemacht. Ich bin einfach scheiße geworden. Bei nee, das soll, glaube ich, schon so aussehen. Ja, doch, der soll schon so aussehen. Okay. Okay. Hatte ich jetzt? Grau hatte ich jetzt. Das war die Viererreihe. Ich darf unbedingt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rauskomme, Alter. Jetzt kommt die. Dann war gelb wieder. Oder Bernstein, wie ich. Braun, was ich da auch immer nehme. Nein. Muss aufpassen, dass ich den Drachen nicht zerdrück. Oh Mann. Was ist das? Ja, geht doch. Wow, so still. Ja, das ist Konzentrationsarbeit. Oh nein! Scheiße! Fuck, ich hab.
Was habe ich gemacht? Scheiße. Ich hab. Ja, lol. Ich hab. Um mein. Headset-Kabel ge. Drahtet. Cool, jetzt sind alle Perlen rausgefallen. Konzentrationsarbeit. Ja, man kennt sie, die Konzentrationsarbeit. Ach, fuck, Alter. Was passiert doch auch nur mir? Wie kann denn sowas überhaupt? Ja, warum ist da auch dieses scheiß Kabel, ey? Also ja, damit ich mit euch reden kann, aber warum ist da dieses scheiß Kabel? Ach, Bullshit. Mann. Alter, jetzt bin ich zu blöd, um diese. Komm schon. Was ist denn jetzt los hier? Ist nur diese scheiß Perle nicht mehr oder was? Geht doch. The fuck? So, dieses Mal bitte nicht ums Kabel drumherum. Wieder da. Ja, Frost scheint wieder da zu sein, kurz. Oder vielleicht ist er auch gleich wieder weg. Und dann ist er wieder da. Er ist wie Batman. Mal ist er da, mal ist er weg. So, jetzt kommt wieder. Mann! Draht wird bitte gerade, Alter. Ich bräuchte so ein Drahtglätter. Das gibt's ja tatsächlich, weil wenn du seit über 3, 4, seit 4, 5 Jahren so ein Drahtrolle da rumliegen hast, dann ja, ist das ein bisschen verdreht. Alles. Warte mal, ich muss ja erstmal bis dahin durcharbeiten, bevor ich die Beine hinmachen kann, ne? John, ich glaube, du kriegst keine Antwort mehr heute von Frost. Frost ist da, wenn er da sein will. Mal lurkt er mal nicht. Ist ihm erlaubt. So, ich fühle mich wie so ein wie so ein wie so ein wie so ein Kinderarbeiter, die ganze Zeit irgendwelche Sachen poolen. Deswegen, da muss ich dann noch mal wieder. Alter. Aber ich muss sagen, ich komme tatsächlich relativ gut voran. Bei diesem schönen kleinen Drachen. Scheiße, ich habe vergessen, dass er ja noch Flügel kriegt. Ach, warte mal. Stimmt, ich brauche ja zwei extra Fäden, nicht nur ein. Weil ich muss ja. Stimmt. Lol. Alter, ich werde insgesamt. Warte mal, wie viele Fäden brauche ich denn insgesamt? Eins für den Körper? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, Alter. Der Drache braucht 7 Drähte. What the fuck? Der macht mich noch arm. Der Drache macht mich noch arm. Wobei, die Beine müsste ich eigentlich auch aus. Kann ich die Beine aus Nylon? Ne, warte mal. Die Beine muss ich ja dran biegen. Oh, Mann. Ich kann da kein Nylon einfach benutzen. Ach, fuck. Naja, egal. Ich hab ja noch Draht. Was soll's. Gehe ich halt mal bei Gelegenheit. Ich weiß, es gibt in der nächsten Stadt. Pass jetzt extra für dich auf, Mr. Lockemo. Es gibt in der nächsten Stadt einen echt coolen Bastelladen.
diese ganzen Perlen, die haben eine ganze Perlen, die haben eine ganze Abteilung nur für dieses Perlenzeug. Und es ist sogar in der Innenstadt. Das heißt, da komme ich ganz easy mit dem Bus hin. Das ist mega geil. Genau. So. Nein, was mache ich denn da? So, eins. Und dann 5 braune. Nein. Nein! Übrigens, John, wenn du noch da bist, wenn du Bock hast, können wir auf Discord ein bisschen labern. Also, wir können zusammen über Gott und die Welt labern. Du musst nicht drauf auffassen, was du hier sagst. Ich bin nicht family-friendly, also deswegen ist alles okay. Also, ich habe mich zumindest nicht selber als family-friendly gerankt. Deswegen, ja, ist das okay. Wenn du willst, können wir das machen. Wenn nicht, dann, dann nicht. So. Ja, komm von lieber Draht. Dankeschön. Nein, der Drache. Mega der Strange Körper. Ach, ich biege das einfach am Ende zurecht. Das ist mir so auch scheißegal. So, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was bist du? Was bin ich? Hä? Was bin ich denn? Ich habe gesagt, wenn du willst, können wir zusammen über Discord labern. Nur wenn du willst. Ach so, ich habe mich selber ab 18 eingestellt. Das heißt, ich bin nicht family friendly. Oder ich würde mir selber niemals den Hash, den Tag family friendly reinhauen, weil ich halt super schnell super krass fluchen kann, wenn ich irgendeinen Rage habe. Deswegen bin ich nicht family friendly. Also familienfreundlich. Das wäre praktisch auf YouTube eine Monetarisierung. Ne? Ich würde von mir nicht behaupten, dass ich family friendly bin. Ne, eigentlich nicht. So. Zack, zack, zack. Putz, putz, putz. Siehst du, guck mal, der Drache nimmt langsam Form an. Langsam aber sicher nimmt er Form an. Ja, langsam aber sicher nimmt er Form an. Schön. Schön, schön, schön. So, jetzt kommt. Eins, zwei. Graue. Und dann. 1, 2, 3, 4. Nee. Nee, lol, doch, trotzdem 5. 5 von denen. Numero uno. Oder warte mal. Also. Numero dos, tres, ich glaube, dann kommt Quatre und weiter kann ich nicht. Uno, dos, tres, Quatre.
Ben kann, glaube ich, bis 10 zählen. Oder konnte er, ich habe da nicht mit ihm geredet. Und er konnte bis 10 zählen. Ich kann da mittlerweile sogar schon weiter zählen. Bis 10. Der wollte das, glaube ich, sogar lernen. Oder so. Alter. Ich glaube, ich bekomme keine Antwort mehr zu Discord. Ich sehe schon. Komme ich mal ein Nein oder so? Cool. Cool. Zack. Und jetzt kommt noch mal 1, 2, 3, 4, nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schön. Uno. Numero dos. Das, dann diese. Warte mal, ich muss aufpassen. Ah, warte mal. Scheiße. Wie viel Faden brauche ich denn für die Beine und so? Ist, glaube ich, gar keine Angabe dazu. Wäre ganz gut zu wissen. Wie viel reicht denn da? Reichen da 5 cm? Nee. Bei 5 cm müssten reichen, oder? Ne, 5 cm sind zu wenig. Ich glaube, ich brauche schon 6, 7. Oder vielleicht sogar 8. Scheiße. Oh mein Gott. Hier ist jetzt irgendeine scheiß Fliege, Alter. Ich muss mein Fenster zumachen. Nee. So. Johann, sind Sie noch da überhaupt? Ich glaube, ich krieg wirklich keine Antwort mehr. Ja, lol. So, jetzt das. Kann ich eigentlich. Das ist die Frage, hänge ich die Beine zum Schluss dran oder jetzt schon? Ich würde sie halt ganz gerne jetzt schon dranhängen. Sonst weiß ich später nicht mehr, wo die drankommen. So, das steht hier. Steht hier, wie viel Faden ich brauche. So, für die Vorderbeine extra Drähte in die 25 und 27 3 einziehen und die Beinpaare aufhebeln. Ja, und steht hier irgendwo, wie viel ich für die Beinpaare brauche? Nö. Hat nicht mehr ins Budget gereicht. Ja, dann. Mal. Brauche ich wirklich zwei extra Fäden? Ja. Ich glaube, das reicht das? Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt genommen? Ganz kurz mal abmessen. 20, das ist zu viel, Alter. Ich nehme mal. Doch, ich nehme mal 20, das ist ungefähr das Heft. So, und wenn, ich nehme ich dann
Später. Das ist zu viel. Ich brauche niemals 20 für die Vorderbeine. Die Vorderbeine sind super klein. Ich brauche für die Vorderbeine vielleicht wirklich 5 oder so. Wobei ich nehme jetzt einfach. Nehme jetzt mal so viel. Das. Ein bisschen mehr. Das muss eigentlich reichen. Wenn das nicht reicht, dann. Oh mein Gott. Dann ist das ein Skandal, du, den ich nicht verkraften werde. Wäre wirklich skandalös. Das muss eigentlich wirklich reichen. Eigentlich schon. Soderle. Jetzt hat. Muss ich einmal dadurch dann eins oben drüber durch die gelben. Ja, gut. Verbindung hängt und ich gehe mal, BB. Ja, die Verbindung hängt nicht wegen mir, die Verbindung hängt wieder wegen dir.